Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Medieval Dynasty zusammen mit der Zauberergraf. Hallo. Hallöchen. Na, diesmal bist du nicht ganz so dreckig im Gesicht. Schön, ne? Aber schon wieder ein bisschen. Ja, tatsächlich. Du arbeitest zu viel. Ganz eindeutig. So, ich wollte den Feldschuppen heute fertig bauen. Und ach, mal schauen, dass wir landwirtschaftlich uns nochmal ausgestattet kriegen mit mehr Mitarbeitern. So, sie hat auch Holzproduktion angepasst. Ich baue gerade Bienenstöcke. Ich hatte gesehen, wir haben die ja freigeschaltet schon. War so ein bisschen an mir vorbeigegangen. An mir auch. Ich hab, also vielleicht habe ich schon mal drüber gesprochen, aber ich habe es auch komplett vergessen. ich brauche noch Bretter. Ich werde das doch nun mal ganz nett. Oh, wir haben 10 Bretter, ich bin begeistert. Wo packst du die hin? Oben in Richtung Plantage oder machst du ihnen ein separates Apartment? Wir kommen hier unten hin, in der Nähe von unseren Häusern. Weil ich glaube, dass sie da nett aussehen. Okay. Bienenstock abgeschlossen, das ging ja schnell. Ja, ist nur so ein... Muss ich Bienen irgendwo kaufen? Oder sind die gefühlt da? Ich guck mir das gleich an. Falls ich irgendwo was kaufen soll, sag Bescheid, weil ich dann eh gleich auf Tour gehe. Hm? Alter. Wir können das ganze Geld, das wir haben, schon gar nicht mehr ausgeben. Stöcker kaufen. Ist dir etwa aufgefallen, dass ich bei der Technologie nochmal weiter eingekauft habe? Achso, ja, nur um dich einmal, dich einmal abzuholen. Ich habe in unserer Technologie alles, was uns derzeit technisch möglich ist, aufgekauft, bis auf Werkstatt 3. Da war ich auf einmal zu geizig. Das mache ich aber in der nächsten Jahreszeit. Danach können wir nichts mehr kaufen in Rezepten, bis wir nicht irgendwas Neues freigeschaltet haben. Behaupte mal, so einen Luxus hattest du noch nie. Ich auch nicht. Eigentlich war ich, was Geld angeht, auch immer super geizig, aber irgendwie hat sich das mit dem Geiz mittlerweile erledigt, sagen wir mal so. Wo ist denn hier unser Arbeitsloser da? Oh, ich hab dir schon mal einen Imker reingesetzt. Weil ich brauche ihn jetzt im Winter nicht in den Feldschuppen setzen, wenn wir das Problem eigentlich nur im Herbst haben. Da kann er auch erstmal sich um Bienchen kümmern. Bienchen und Blümchen, du weißt schon, ne? Da fehlen uns ja noch mehr Leute. Toll. Ja, ich bin schon auf der Suche nach welchen. Habe ich jetzt im Winter schon mal den Marktplatz gelootet von Piastoria? Gute Frage, du warst nicht da. Wir mittlerweile Tierfutter im Überschuss? Das wäre nochmal eine Sache, die mich sehr interessiert. Weil das ist natürlich so ein Problemkind, das Tierfutter. Wir haben nichts da. Oh. Oh. So gar nichts. Und Tierfutter? Ja, zumindest nichts auf Lager. Hab das jetzt auch immer eingekauft. Tierfutter, theoretisch machen wir 9 am Tag. Naja, ich würde das vielleicht jetzt einfach mal laufen lassen, so wie es eingestellt ist. Theoretisch machen wir auch einiges an Weizenkörnern am Tag. Okay. Obwohl, oben beschwert sich schon wieder irgendjemand wegen irgendetwas. Über die Person? Sehe ich nix. Darüber? Häuser? Alles gut. Gewinnung? Alles gut. Jagd? Alles gut. Landwirtschaft? Feldschuppen? Ja, du hast keine Mitarbeiter. Das ist mir relativ egal. Tierhaltung? Bienenstock? Produktion nicht eingestellt. Okay.
mach Honigwaben. Punkt. Ist doch nicht so schwer. So, Imker ist schon mal eingestellt. Scheinbar hat er auch keine Slots für Tiere, also alles entspannt. Schön. So, wer meckert noch rum? Der Hühnerstall. Produktion nicht eigentlich. Ach so. Ja, dann gibt mir noch mehr Eier. Das ist ja kein Problem. Was noch? Produktion. Küche hat kein Material für Kohlsuppe. Ach, und wir haben unseren Kohl aufgebraucht? Und unsere Speisemorchel? Ui. Oh, Speisemorchel? Ja, sind alle. Wachsen im Herbst? Oder im Sommer? Das ging dann aber schnell. Was hat die Schmiede? Kein Material? Für die Bronzespitzhacke. Hab ich die nicht mal auf Eisen eingestellt? Warte mal, hä? Das ist ja merkwürdig. Ich hatte schon mal alles auf Eisen eingestellt. Das war so. Hat der zumindest keinen Grund mehr, sich zu beschweren? Was habt ihr? Marktschrank für Rohstoffe? Hast nichts zum Verkaufen? Ach, du verkaufst... Oh! Wehe, der verkauft unsere Bretter. Ja, jetzt nicht mehr. Nicht mein Ernst. Ja, war auf 5% Bretter eingestellt. Wahrscheinlich, weil wir so viele hatten. Und wir haben auch keine Leinsamen mehr. Er hat alle unsere Leinsamen verkauft. Gleich kündigen. Ja, toll. Also hier dieser Material, nee, Marktschrank für Rohstoffe ist wirklich vielleicht am besten dafür geeignet, um einfach nur, wenn wir massive Überschüsse haben, dass wir da ein bisschen was reinstellen. Bevor wir irgendwo was runterregeln, lassen wir es ihnen lieber verkaufen. Ich glaube, das ist somit das Sinnvollste. So, jetzt habe ich oben immer noch so viele Fehlermeldungen. Also hier, das die 9, das ist wahrscheinlich Handel. Das ist mir jetzt erstmal nicht so wichtig. Die Kleidung. Das ist keine Pelzschuhe mehr. Ja, wundert mich nicht. Dann besorgen sie die Materialien ja nicht gut genug. Grusi wird das so. Rohstoffe, unwichtig. Nahrung hat kein Personal, das bleibt auch so. Kräuter, was verkaufst du? Wow, auf 1% Speisemäuchel eingestellt. Also ein paar werden darüber verloren gegangen sein. Denn was sagt denn unsere Kräuterhütte? Was ist denn Gewinnung? Kräuterhütte, Einstellungen. Gut, kann eh nichts machen, das ist falsche Jahreszeit. Passt schon. So. Also wenn du Lust hast, kannst du natürlich gerne irgendwo einen Pferdestall hinsetzen. Können wir das Thema mit den Pferden mal erledigen. Dem würde ich jetzt aber wahrscheinlich nicht mal Personal zuweisen. How are you? Want to see my wares? Du hast noch Geld. Alter, hab ich echt noch nicht? Ich glaube, ich habe die Leute noch nicht ausgenommen. Wie kommt das denn? Mann, bin ich unzuverlässig. Ey, gib mir mal das Schurschild. Oh. Überladen? Oh, ich bin überladen.
Oh, it's you again. My Spike bedeutet wahr. Bitteschön. Aus nur mir. Markus! How do you do? Ich hätte auch gern ein paar Leinsamen. Meine Leute haben die alle verkauft. Weil dann müssen wir da komplett aufstocken wieder. Richtig übel. Kaufen wir am besten Flachs noch dazu. Und jetzt kannst du als Ausgleich ein paar Schwurscheren haben. Bitteschön. Have a nice day. Hier. How are you? Only the best products here. Have a nice day. How are you? Auch noch welche haben. Another client. Welcome. Have a good day. Ha-me-ha. Ich mag sowas. How is life treating you? Zeig mir deine Ware. Du darfst haben Schurscheren. Bitteschön. Goodbye. So, sonst brauche ich hier ja nichts, ne? Mitarbeitersuche. Mathilda, du darfst erstmal meine Schurscheren tragen. Nett von mir, ne? Ich weiß. So, guck mal. Ach nee, Personal steht auf der anderen Seite des Ortes. Das klingt so ein bisschen abgehoben, wenn ich sage, das Personal ist auf der anderen Seite des Ortes. Da vorne. Landwirte! Und zwar alles, was ihr mir bieten könnt. Also, drei aufwärts, ne? Nicht das, was jetzt falsch verstehen. Why is bread taugt nix. Ihr taugt nichts. Du, Simon, du bist auch schon echt eine alte Bratze, ne? So mit deinen 23? Oder was war das? 27? Schon alt und verbraucht. Ja, echt so. Ich bin alter. Hi. Ich nehme sie jetzt trotzdem einmal mit. Muss ich halt irgendeinen alten, verbrauchten Sack für sie finden und dann passt das schon. So, du kriegst dann das neue Haus. Rein vom Altersunterschied könnte ich sie, glaube ich, zu Dana stecken. Da hat sie mir ja gesagt, Altersunterschied 10 Jahre ist in Ordnung. Praktisch würde ich mich gerne etwas näher daran machen. So, und wo arbeitest du? Ganz einfach im Feldschuppen. Dafür habe ich ihn gebaut. Nö. Da oben ist ja der Schuh. Ich habe den noch nicht fertig gebaut. Ach, tust du mir einen netten Gefallen? Ich habe oben einen Feldschuppen in der Nähe von dem anderen Feldschuppen. Da müssten noch Stöcker rein. Das habe ich total vergessen. Das ist nett. Und um mal ein bisschen rumzupöbeln, bitte ein wenig lauter sprechen, wenn du antwortest. Das war gerade für mich wahrscheinlich noch halbwegs zu verstehen, aber der Rest der Welt schwierig. Haben wir denn noch irgendwas an anderen Quests? Also ich würde die Lubos-Quest hier jetzt gerade irgendwie... Weiß nicht, habe ich da gerade gar keine Lust zu. Was tue ich ja? Skauki? Ah, in Klonika ist was los. Ab nach Klonika. Ey, du da, ich will nach Klonika. 160 Münzen. Naja, jetzt aber schon Wucher mit dir. Als ob mich das interessieren würde. Oh, hier war ich schon lange nicht mehr. Der Jäger, bevor er zu weit wegläuft. Hier, ich hab Schurstein für dich. Jäger! Oh, it's you again. Can I interest you in some of my wares? Bitte schön. Have a good day. So, Mathilda? Fertig. Danke.
Dan kriegt die guten Job. Feldschuppen da. Viel Spaß beim Arbeiten. So. Ja, da, ich glaube nicht, dass wir beide voll besetzen müssen. Das ist da entsprechend relativ egal. Sie ist ein Haus total im Arsch. Oh, ist das vielleicht die Quest von dir? Bratomine. Ich habe von einer sprechenden Biene geträumt, die mir gesagt hat, dass wir aufhören sollen, ihnen ihren Honig wegzunehmen. Ha. Oh Gott. Oh Gott. Es gibt... Du weißt ja, wenn du ein Gespräch führst, kannst du unten sagen, bis bald, ne? Ich habe bei ihr jetzt zur Auswahl Biene bald. Bis bald. Oh, wow. Ja, wow. Im Englischen würde das ja schon wieder Sinn ergeben, wenn sie das ein bisschen Denglisch gemacht hätten. Kann ich dir bei etwas helfen? Blöde Jäger, sie behandeln mich wie ein Kind. Du bist 15. Naja, egal. Hm. Ich glaube, im Mittelalter hattest du da schon ein drittes Kind. Oh ja, blöde Jäger. Warte mal, warum beleidigen wir sie genau? Nur um sicher zu gehen. Sie wollen mir nicht beibringen, wie ich meine Bienen beschützen könnte. Deine Bienen beschützen? Vor was beschützen? Und was haben die Jäger damit zu tun? Vor Bären. Am Waldrand wurden Bärenspuren gefunden. Und dieser Bär wird ganz sicher zu meinen Bienen kommen, um ihren Honig zu stehlen, ihr Zuhause zu zerstören, ihre Königin zu töten, jede Biene zu töten, die ihm in die Quere kommt. Das kann ich nicht zulassen. Ja, ich bin ja ein absoluter Bärenschlechter geworden mittlerweile. Also, mal gucken, wo es hin wird. Ich habe noch nie jemanden gesehen, der sich so für ein paar Krabbeltiere einsetzt. Ein paar Krabbeltiere? Sie sind viel mehr als nur ein paar Krabbeltiere. Wenn nur Menschen so gut organisiert, diszipliniert und fleißig wären. Dann wäre die Welt ein besserer Ort. Aber was genau möchtest du lernen? Wie man mit dem Bogen schießt, könntest du mit Zebor reden und ihn davon überzeugen, dass ich dafür alt genug bin? Bitte. Ich habe auch schon darüber nachgedacht, Slava zu fragen, weil sie eine der besten Bogenschützinnen ist. Aber ich habe ein bisschen Angst vor ihr. Ich kann es mal versuchen. Ja, klar, Tagebuch. So, nebenbei ein bisschen Geld machen. Darf ich nicht vergessen. Wir sind ja fast pleite. How are you? Best prices in the area. Doch, andauernd. Deswegen kaufe ich auch keine Deko mehr. It was nice seeing you. So, aber ich habe, glaube ich, jetzt schon wieder genug Kleingeld für Werkstatt 3. Bierflasche, Metflasche, Entenrelief, Taubenrelief, Weinflasche, Hechtrelief, Hahnrelief, Eichhörnchenrelief. Okay, wir können nichts mehr kaufen. Wir sind fertig mit dem Thema. Cool, ne? Oh, ich habe beim Bienenstock aber das Bogenspalier schon mal gekauft. Also anscheinend wusste ich davon. Cool. Ja, wir sind tatsächlich jetzt komplett fertig mit dem, was wir derzeit kaufen können. An Rezepten. Ach, schön. Und das Geld für die Steuern dürfte bei uns in der Kiste auch noch liegen. Richtig gut. So, hier sitzen 6 Leute. Wenn wir mitten, dass da Landwirte zwischen sind. Nein, 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 nein. Echt jetzt? But a shy one. My only trouble when nobody's watching. Miners. Dann gehe ich zum Jäger. Hi, Zebor. Ich bin wegen Bratomila hier. Oh ja, das Mädchen riecht ihr aus, dass ich ihr nichts über das Bogenschießen beibringen werde. So wie ich ihre Liebe zu ihren Bienen einschätze, würde sie da rausgehen und versuchen, den Bären allein zu erlegen, sobald sie einen Bogen in die Hand bekommt. Ich glaube nicht, dass sie so leichtsinnig ist. Unterschätze niemals die Leichtsinnigkeit und Dummheit der Leute. Du willst es riskieren und ihr beibringen, einen Bogen zu benutzen? Mach das, aber ich halte mich da raus. Ich werde drüber nachdenken. Vor allem, ich wäre ein bisschen böse, wenn ich jetzt mit Pfeil und Bogen spielen müsste. Ich bin ja eigentlich eher so der Armbrustmensch. Und du wärst nachher wahrscheinlich wieder schuld. Wenn irgendjemand tot ist. Bratomila. Und hast du ihn auch nicht überzeugen können? Habe ich nicht, aber ich glaube, du bist alt genug, um zu lernen.
umgeht. Immerhin gehört es zum Überleben hier dazu. Wirklich? Vielen Dank. Gibt ein kleines Problem. Oh, toll. Ich liebe Probleme. Ich habe keine Pfeile und keinen Bogen, um genau zu sein. Damit hätte ich rechnen können. Mach dir keine Gedanken. Ein Bogen und 15 Steinpfeile. Kann ich mir die zufällig hier vor Ort kaufen? Ich hoffe doch. So, einmal zum Jäger. Also Jäger darüber. Ich kaufe jetzt bei dem Typen, der dir das nicht beibringen will, hoffentlich die Utensilien, damit ich sie beibringen kann. Mal gucken, ob sie stirbt. Da habe ich schon zwei Tote verursacht. Oh, sogar beide Kloniker. Oh, die müssten mich lieben. Kloniker ist bald ausgestorben wegen dir. Ja, ja, weil ich zu nett bin. Warte, du bist der Falsche. Ich brauch den da. Sebo, zeig mir mal deine Waren. Price is so low, you don't need to huggle. Und 15 Steinfäule. Und als Tausch kriegst du eine Schurschere. Einverstanden? Ja, ne? Bitteschön. See you around. So. Abliefern. Ja, ich, so wie sie klingt, ich verstehe, wo der Gedanke herkommt, dass sie dann zu leichtsinnig ist und einfach den Bären umbringen will. So mal eben schnell. Ja. Sie wartet sogar schon beim Zielschießen. Bitteschön. Hast du einen Bogen? Yep, und ein paar Pfeile. Zeig mir, wie es geht. So, soll ich Punkte machen? Ich soll 15 Punkte schaffen. Ich mach's mal von hier hinten. Ich mach hier mal Angebertour. 27 Punkte. Bam! Von wie vielen? Das weiß ich gar nicht. Aber 15 sollte ich holen. Sollte ich mindestens erreichen. Oh. Jo, das reicht dann. Wahnsinn, vielen Dank. So muss man ihn also halten. Denk an die richtige Körperhaltung. Du willst nicht, dass die Bogensehne dich am Unterarm trifft. Jetzt brauchst du nur noch Übung. Viel Übung. Ich werde so fleißig wie eine Biene sein, um die beste Bogenschützin in Kloniker zu werden. Ich werde es allen zeigen. Bitte komm morgen wieder und dann gebe ich dir etwas Honig. Okay. Boah, witzig, wenn dann morgen von ihrem Vater die Quest kommt, meine Tochter ist verschwunden. Geht so mit witzig. Ich weiß nicht. Ich finde, das hätte was. Eine andere Quest habe ich hier noch. Jaropelk, was hast du denn? What's going on? Weidmanns Heil. Was beschäftigt dich, junger Mann? Du wirkst sehr besorgt. Ach ja, ich habe in letzter Zeit oft an dich gedacht. Sei gegrüßt. Hast du das? Warum? Ich wollte dich nicht verärgern. Es ist nur so, dass dir dein Ruf vorauseilt. Und unser Dorf verdankt dir viel für alles, was du getan hast. Boah, einen Toten. Ne? Aber sonst? Gerne. Weiter. Erweise mir die Ehre und stoße mit mir an. Du hast es verdient. Dafür könnte ich dann Nein sagen. In einem der Außenposten vor dem Dorf habe ich noch eine Flasche. Es ist nicht weit. Komm. Das ist verdächtig. Ich wittere eine Falle. Ich wittere eine ganz, ganz böse Falle. Ich nehme mal meine geladene Armbrust in die Hand. Vielleicht ein Freund vom Toten? Oh. Also ich habe ja eine Frau, ich habe ja quasi eine Frau auf dem Gewissen. Könnte ihr Bruder sein. Und der Schwager von dem Ehemann, der so angepisst ist. Wäre aber interessant, wenn die Quests so fortgesetzt werden würden bei solchen Entscheidungen. Den Entwicklern traue ich zu. Ja, Ropek. Danke, du hast mir Gesellschaft leistet. Nimm diese Flasche Met. Akzeptiere diesen Trinkspruch von einem Freund aus Kloniker. Auf deine Gesundheit und dein Wohlergehen. If you didn't work hard for it, it's meaningless. Ich krieg das echt nicht. Ja. So, mein Name ist Jarolpek, aber manche nennen mich auch den Sohn der Wölfin. Das liegt daran, dass ich der Sohn der Anführerin unseres Dorfes bin. Meine Mutter gibt sich alle Mühe, mich auf die Zukunft als Jäger und Dorfvorsteher vorzubereiten. Das Problem ist nur, dass ich mich weder wirklich als das eine noch das andere sehe. Ach, dass ich mich
weder... Ah, ja, ja, okay. Als das eine noch das andere sehe. Okay, er ist kein Verwandter von denen. Ist schon mal gut. Hoffe ich. Je mehr sie versucht, mich zu kontrollieren, umso mehr Zweifel kommen mir. Und umso mehr Fehler sehe ich in allem, was ich... Fehler sehe ich in allem, was ich tue. Dieser Druck bringt mich dazu, diesen Ort für immer verlassen zu wollen. Du! Du dagegen scheinst mir gut mit Menschen auszukommen und du bist gut darin, ihre Probleme zu lösen. Welchen Rat würdest du einem Mann geben, der sich an einer solchen Zwickmühle befindet? Dein Erbe ist nichts, was du dir aussuchen kannst? Boah, nö, ist jetzt nicht unbedingt so mein Stil. Deine Aufgabe mag sich anfühlen, als würdest du gegen eine unnachgiebige Steinmauer schlagen, aber denk daran, dass du irgendwann den entscheidenden letzten Schlag landen wirst. Dann zerbröcke diese Mauer. Lass dir Zeit. Okay. Bedürfnisse der Leute zu erfüllen, ist, als würde man den Magen eines Schweins füllen wollen. Es ist eine endlos immer weiter wachsende Aufgabe. Lerne, wann man Nein sagen muss, sonst wirst du am Ende selbst gefressen. Zwei oder drei. Nehmen wir die zwei. Danke, lass uns drauf dringen. Hat deine Familie eine lange Geschichte in dieser Gegend? Unsere Familie hat den Titel des Dorfvorstehers von Anfang an getragen. Das letzte Mal wurde er allerdings unter ungewöhnlichen Umständen verliehen. Meine Mutter, Slava, beanspruchte für sich, nachdem mein Vater, Wojmir, verschwunden war. Er war der beste Fährtenleser und Jäger, den dieses Land je gesehen hatte. Ich wünschte, ich könnte ihn stolz machen. Er hat nie so gezögert wie ich und ich habe immer getan, was er wollte, wenn ich ihn nur ein bisschen besser gekannt hätte. War er wirklich so ein guter Fährtenleser? Immerhin hat er sich im Wald verlaufen. Okay, das ist böse. Natürlich war er das! Versuch gar nicht erst etwas anderes zu behaupten. Niemand könnte einen solchen Schneesturm überleben. Meine Mutter sagt, es war der strengste Winter, an den sie sich erinnern kann. Dann lass uns auf sein Andenken und sein Vermächtnis anstoßen. Und noch mehr trinken. Cool. Die Gelegenheit eines so würdigen Trinkspruchs zum Gedenken an meinen Vater kann ich mir nicht entgehen lassen. Ah, verdammt, die Flasche ist leer. Ich habe hier noch etwas Wein versteckt. Sei so gut und hol ein paar Flaschen. Okay, warum muss ich das denn jetzt machen? Du hast einen einzigartigen Arbeitsplatz. Es ist wirklich gut ausgestattet. Ich schaue mich mal um. Echt jetzt? Wieso muss ich ihm denn jetzt den Wein holen? Er hat mich doch bei sich eingeladen. Oh. Aber das ist so ein wiederkehrendes Muster in diesem Spiel mit den Quests. Das ist schon teilweise ein wenig nervig. Das ist total, total logisch und realitätsnah, dass man die Sachen immer so machen muss, wie sie hier ankommen. Oh, Jägerwein. So, erledigt. Bitteschön. Gut gemacht, das sollte reichen. Auf den besten Jäger, den dieses Land je hervorgebracht hat. Und auf seinen Sohn, der bald in seine Fußstapfen treten wird. Igitt schmeckt schlechter, als ich es in Erinnerung hatte. Ist aus diesem Jahr und wahrscheinlich habe ich ihn nicht gut genug gefiltert. Was die Fußstapfen angeht, das wird nicht einfach. Ich hab es schon unzählige Male versucht. Ich habe seine Pfade wieder und wieder verfolgt. Ich habe seine Lieblingsorte besucht und dieselben kahlen Bäume und Felsen angestarrt. In der Hoffnung, dabei endlich irgendetwas zu empfinden, außer Kälte, Zittern und Leere, wurde daraus nichts. Hast du aufgegeben? Ich rede mir ein, dass der Wald im Norden etwas für mich bereithält und dass ich einfach etwas verpasst haben könnte. Aber mein Vater ist schon lange weg und die Spuren seiner Vergangenheit verblassen ein wenig. Dieser Wahn hat mich davon abgehalten, auch nur daran zu denken, unser Dorf eines Tages anzuführen. Ich bin einfach nicht bereit dazu. Was sagst du? Wahrscheinlich ist der Vater auch einfach abgehauen. Ja, denkbar. Weil ich finde, nach einem Schneesturm findet man zumindest die Leiche wieder. Eigentlich. Ich habe wirklich daran geglaubt, dass der Wald mich auf diese Rolle vorbereiten könnte. So wie er meinen Vater abgehärtet hat. Selbst wenn ich dorthin zurückkehren würde, die Gegend ist noch viel gefährlicher geworden, als sie vorher schon war. Wilde Tiere sind nicht die einzigen Lebewesen, die sich in letzter Zeit im Wald aufhalten. Räuber und Schmuggler stören den Frieden und verscheuchen das Wild. Verflucht sollen sie sein. Wojmir scheint ein wirklich interessanter Mensch gewesen zu sein. Erzähl mir mehr über seine Lieblingsorte. Das ist nichts, was sich interessieren würde, glaube ich. Es ist eher so eine Familiensache. Diese Orte bedeuten jemand anderem nichts. Dann behalte deine Geheimnisse. Vielleicht erkunde ich im Wald alleine etwas. Nein, warte, du kannst nicht. Ich meine, du kannst, aber ich lass dich nicht alleine gehen. Du kannst auf mich zählen. Das ist immerhin mein Wald. Oh Junge, worauf muss ich noch einen trinken? Warte, hast du das gehört? Haha, das ist nur mein Magenknurren.
Ich brauche etwas zu beißen. Wenn wir diesen erbärmlichen Wein weiter trinken wollen, hol uns etwas Holzfällerkäse, ja? Stört es Sie nicht, wenn ich mich an den Käse bediene? Sie mögen stark und zäh sein, doch besonders aufmerksam sind Sie nicht. Wenn es nicht um Ihre Arbeit geht, es wird niemandem auffallen. Sie haben ihn irgendwo in Ihrem Lager. Schau dich um. Ich muss so lange den Ruf der Natur folgen. Keine Überzeugungsarbeit nötig. Käse ist meine Religion. Okay. Auch wenn ich hier die Quest schon wieder etwas merkwürdig ausatmen habe, sehe. Sind auch schon wieder bei der vollen Folgenlänge. Oh, echt? Ja, ja. Krass. Ja, hast du gerade schon wieder Spaß entwickelt und bist beschäftigt? Irgendwas stimmt mit diesem Spiel nicht. Es ist auch mitten in der Nacht, aber aufgrund des Winters kann man hier zumindest was sehen. Leute, der Käse hier überall versteckt. Das gibt Ärger. Wetten? So, wir gehen noch wieder zurück. Ich werde langsam ein wenig dreckig und stinkend, aber egal, wir sind am Saufen. Dann darf man das. Ja, aus Erfahrung kann ich dir sagen, das ist okay. So, eigentlich könnte man wunderbar einen Screenshot mit dir machen. Oder? Ja, wenn die Fackel dich besser beleuchten würde. Er ist auch ein wenig kleiner als ich. Oh. Fackel weg. Brauche ich nicht beim Reden. Endlich! Ich fürchte schon, ich müsste vor Hunger sterben. Gib mir diese Schönheiten her. Hier, bitte. Niemand hat etwas bemerkt. Sie schmecken so gut, wie sie aussehen. Lecker. Übrigens, mach dir keine Sorgen um unsere axtschwingenden Freunde. Sie haben mehr als genug davon. So viel, dass der Geruch sie nie verlässt. Pfui. Die Holzfäller tauschen in Piastruvia Holz gegen Waren, aber vor allem anderen kaufen sie Käse. Ihre Schwäche dafür macht sie blind gegenüber den Preisen, die sie für ihre Lieferungen bekommen. Diese Holzböden sind nicht so klug wie wir Holz... Die Holzböden sind nicht so klug wie wir Holzfäller. Hicks! Und wir sind immer wachsam, weißt du? Wie wir Holzfäller? Hä? Okay, genug geredet. Ja, genug geredet. Öffnen wir noch eine Flasche und essen etwas. Auf unser Vorhaben. Du hast mich dazu gezählt, vergiss das bloß nicht. Prost. Auf unser Vorhaben. Ich gebe vor, aus der Flasche zu trinken. Ich muss mich ausruhen, vom Pferde finden. Wo ist mein Lager? Ich muss mich etwas hinlegen. Hilf mir mal. Du hattest genug, mein Freund. Ich bring dich besser nach Hause. Ja, und jetzt läuft er einfach weg. Okay. Ah, er läuft einfach vor. Ja gut, das macht's natürlich einfach. Wir hätten hier ruhig Schlangenlinien laufen lassen können, ja? Ich habe jetzt beim letzten Schluck so getan, als wenn ich ihn getrunken habe und habe nicht die Flasche leer gemacht. Ich habe immer noch ein ganz ungutes Gefühl mit dieser Quest. Du hast, das hat ja ewig gedauert. Warum hast du einen Umweg gemacht? Ich hätte, wäre alleine viel schneller. Hör auf zu jammern. Du bist in einem Stück nach Hause gekommen. Das ist das, was zählt. Nein, du jammerst. Ich hab mich selber... Oh, den ganzen Weg, du gehst jetzt. Ich will dich nicht an meinem Bett haben. Du bist keine flauschige Sau. Gähn. Ja. Muss liegen. Wir treffen. Bald. Geh direkt ins Bett und stell besser einen Eimer in die Nähe. Oh, beide Quests und Klonika sagen mir, ich soll auf morgen warten. Okay. Eigentlich genau der Moment, um mal hier, in Folge zu wechseln. Wuhu. Boah, ich hab hier gerade richtig Framprobleme. Lol. Ja, nicht so schön, aber ist dann so. Noch und mehr die Folge zu wechseln. Ja, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wenn es gefallen hat, super gerne eine Bewertung dalassen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.